Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der heutige Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen befasst sich mit einer komplexen Materie, die wahrscheinlich nicht immer so sehr im Fokus von uns Politikern steht, sondern eher die Fachleute beschäftigt. Zumal es sich um einen Entwurf einer Verordnung des Bundes handelt. Allerdings wird die Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft, Bundeskompensationsverordnung, direkte Auswirkungen auf Mecklenburg-Vorpommern haben. Deshalb ist es angemessen, sich damit auch hier im Landtag zu befassen. Zunächst mal möchte ich ausdrücklich, und ich freue mich, dass auch die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das tut, das war mir nach dem Antrag, nachdem ich den gelesen hatte, nicht ganz klar. Also ich möchte ausdrücklich die Bestrebungen des Bundes begrüßen, bundeseinheitliche Regelungen für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft schaffen zu wollen. Wenn ich auch sonst dem Bundesumweltminister Altmaier zwar bemühen, aber nicht immer so die richtige Durchsetzungskraft in Sachen Umweltschutz attestiere, so wünsche ich mir an dieser Stelle den Erfolg des Ministers. Es ist doch vieles subjektiv in der Betrachtung, Herr Renz, das ist doch bei Ihnen ganz genauso. Denn auch bei dem wichtigen Thema dieser Tage, der Energiewende, geht es leider nicht ohne Eingriffe in Natur und Landschaft ab. Und trotzdem wollen wir ja alle die Energiewende voranbringen. Deshalb sind auch hier Eingriffe in Natur und Landschaft unbedingt auszugleichen. Doch wie sieht es momentan aus? Wir haben faktisch einen Flickenteppich aus rund 16 unterschiedlichen Ausgleichsregelungen im Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes. Und wir haben einen Wettbewerb der Bundesländer untereinander um das größte Stück Kuchen bei der Energiewende und anderen Investitionen. Und leider haben wir keinen Wettbewerb um die schärfsten Ausgleichsregelungen. Die Ausgangslage der Bundesländer in Sachen intakter Natur ist dabei aber völlig unterschiedlich. Wir in Mecklenburg-Vorpommern stehen da aus meiner Sicht wirklich gut da. Andere erkaufen sich mit weniger rigiden Regelungen Erfolge bei Investoren. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Auf einem Gebiet weicht Mecklenburg-Vorpommern aber erheblich von anderen Bundesländern ab. Das sind Regelungen für Ersatzzahlungen für Windkraftanlagen. Gemeinsam mit den Bundesländern Berlin, Bremen, Hamburg, also den Stadtstaaten, sind wir neben Sachsen das einzige Flächenland, das keine Zahlungen für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erhebt. Das zu ändern, sollten wir vielleicht drüber nachdenken. Und wenn wir uns dafür entscheiden, kann aber ein solcher Ausgleich nur durch Ersatzzahlungen erfolgen. Denn wer hat schon einen alten Mast oder einen Turm in der Nähe einer zu errichteten Windkraftanlage, den er zum Ausgleich abreißen kann? Im Vergleich der Bundesländer zeigt sich, dass zum Beispiel für Einzelanlagen mit einer Höhe von 200 Metern zwischen 20.000 und 160.000 Euro je nach Schwere der Beeinträchtigung gezahlt werden müssen. Geld, das dem Natur- und Landschaftsschutz zugutekommt. Wir hier in Mecklenburg-Vorpommern verzichten auf solche Zahlungen. Warum? Es ist gut, dass der Bund hier möglicherweise helfend eingreifend will. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, beklagen die Tendenz zum nicht funktionsbezogenen Ausgleich. Es ändert sich doch hier aber nichts. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind schon seit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes in 2009 unverändert. Ich möchte nur daran erinnern, dass es auch in unserem Bundesland mit dieser reichen naturräumlichen Ausstattung, mit vielen Lebensraumtypen und Biotoparten nicht immer gelingt, einen sachgerechten Ausgleich zu finden. Aber der Minister hat gesagt, es ist die Regel. Und eine einseitige Begünstigung von Land- und Forstwirtschaft kann ich so auch nicht erkennen. Hier haben Sie sich vielleicht der pauschalen Kritik aus der Stellungnahme des NABU angeschlossen. Das ist Ihr gutes Recht, das ist Ihr gutes Recht. Und Sie brauchen auch keine Angst haben, Frau Dr. Karlowski, ich bezichtige Sie deshalb nicht des Plagiats. Produktionsinterne Kompensation, dazu hat der Minister schon was gesagt, das will ich mir hier sparen.
Mit Punkt 4 Ihres Antrages wollen Sie verhindern, dass die auf der Grundlage der neuen Bundeskompensationsverordnung erfolgenden Ausgleiche nicht die staatlichen Pflichtaufgaben im Naturschutz ersetzen. Mir ist nicht ganz klar, wo Sie diese Gefahr sehen. Die Bundeskompensationsverordnung hebt an keiner Stelle das Bundesnaturschutzgesetz auf und entbindet weder Bund noch Länder von Aufgaben im Natur- und Landschaftsschutz. Ausgleichsmaßnahmen werden nach Möglichkeit vereinheitlicht, und das halten wir für gut. Trotzdem haben die Länder in einigen wenigen Bereichen Abweichungsmöglichkeiten, zum Beispiel um den Wert von Biotopen und Landschaften zu bestimmen. Wenn ich mir die völlig unterschiedliche Ausgangslage der Bundesländer in Sachen Natur und Umwelt ansehe, ist auch das sachgerecht. Eine unbedingt schützenswerte Landschaft ist im Ruhrgebiet etwas Besonderes. Bei uns ist das eher danach Normalfall. Aber in beiden Ländern müssen Eingriffe ausgeglichen werden. Nur die Wertigkeit ist eine andere. Des Weiteren fordert der Antrag im Punkt 8 eine Klarstellung für Eingriffsregelungen in der Bauleitplanung. Seit 1998 ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in das Baugesetzbuch integriert. Damit erfolgt eine Eingriffs- und Ausgleichsregelung bereits auf der Ebene der Bauleitplanung, nicht erst bei der Genehmigung von Einzelvorhaben. Und seit 1998 ist im Bundesnaturschutzgesetz das Verhältnis zum Baurecht fast wortgleich geregelt, damals im § 8a und heute im § 18. Sind demnach bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen und Abrundungssatzungen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Das heißt, die Gemeinde beurteilt im Bauleitplan oder Satzungsverfahren, wie sie mit den zu erwartenden Eingriffen umgehen und diese kompensieren wird. Das ist nach meiner Auffassung völlig eindeutig. Eine Klarstellung, wie im Antrag gefordert, bedarf es daher für uns nicht. Seit 2004 ist für Bauleitpläne zudem eine Umweltprüfung durchzuführen, die in den Umweltbericht einfließt und auf dessen Grundlage Maßnahmen zur Minimierung, zum Ausgleich und zum Ersatz festgelegt werden. Dabei ist es der Gemeinde unbenommen, in Anlehnung an die Kompensationsverordnung zu verfahren. Kritisch bewerten könnte ich vielleicht, dass für die 2007 neu eingeführten Bebauungspläne der Innenentwicklung keine Kompensationsmaßnahmen notwendig sind. Aber dieser Kompromiss ist möglicherweise zu akzeptieren, weil damit die Innenentwicklung erleichtert und forciert und damit der Flächenverbrauch reduziert werden soll. Und das wollen wir ja. Bauleitpläne und deren Ausgleichsflächen sind zudem hauptsächlich auf das Territorium der jeweiligen Kommune beschränkt. Während die Bundeskompensationsverordnung gerade für länderübergreifende Vorhaben weitgehend einheitliche Regelungen schaffen soll. Ein Nebeneinander von naturschutzrechtlichen Regelungen im Baurecht und der Bundeskompensationsverordnung schwächt nach Auffassung meiner Fraktion den Umweltschutz nicht. Und das ist für mich das A und O. Um es zusammenzufassen, meine Fraktion und ich sind für eine Vereinheitlichung der Regelungen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft, solange diese Vereinheitlichung die unterschiedliche Ausgangslage der Länder berücksichtigt und nicht zur Schwächung für Natur- und Umweltschutz führt. Dies sehen wir mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf durchaus erfüllt. Und wenn es an einer oder anderen Stelle sicher noch Diskussions- und Korrekturbedarf gibt, der Minister hat darüber gesprochen. Und außerdem glauben wir auch nicht, dass diese Verordnung in Stein gemeißelt ist. Nicht umsonst gibt es Übergangsregelungen. Auf Antrag eines Investors oder einer Planungsgesellschaft kann diese Verordnung auch unmittelbar nach ihrem Inkrafttreten angewendet werden. So zeigt sich in der Praxis, was angepasst und verändert werden muss. Wir werden deshalb Ihren Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, ablehnen. Aber ich habe eine Bitte an den Minister. Vielleicht könnten wir noch im Umweltausschuss, bevor die Bundesratsbefassung zum Abschluss kommt, darüber etwas mehr erfahren, was das Land in die Veränderungen einbringt. Dankeschön.